Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth oder Save Your Bot. Und wir haben letztes Mal die Challenge The Smelliest Nun, wurde mir extra gesagt von mehreren Leuten. Und nicht The Smiliest Nun, sondern, also nicht die glücklichste Nonne, weil Smiliest wäre sowieso falsch geschrieben, sondern die stinkendste Nonne. Und deswegen passt das auch eher mit, wie sie da aussah. Auf jeden Fall machen wir heute wieder Random und kriegen hoffentlich nicht The Bound, sondern Adam. Okay, Adam hatten wir auch noch nie. Was hat Adam denn Schönes? Adam hat einen schönen Bart auf jeden Fall. Hat oben einen. Hat erstmal zwei Leben, dann hat er eine Bombe und hat anscheinend den Nagel, der uns Schaden zufügt. Dafür werden wir aber stärker und er hat die Leiter. Adam. Adam? Adam und Eva. Adam. Das ist Adam. Ah, hier, Sohn von. Nee, Vater von Jesus, glaube ich. Oh Gott. Ich sollte nichts mehr sagen über diese ganze Bibelgeschichte, weil alles, was ich letztes Mal gesagt hatte, war falsch. Aber. Wahrscheinlich Nagel und Leiter, weil das ja ein Zimmermann war. Adam. Gell? Adam und Eva? Nee, warte mal. Jungfrau Maria? Adam? Hä? Nee, Adam war im Paradies drin. Oh Gott, nee. Bla bla bla, lala, ich hab nichts gesagt. Schalalala, ich hab voll die Ahnung von der Bibel und so. Wer ist Adam? Adam ist doch von Adam und Eva, oder nicht? Hatte Adam einen Bart? Jetzt hat er keinen mehr. Haha. Wir haben Adam seinen Bart geklaut. So. Dafür sind wir glücklich. Haben eben den 3-Dollar-Bill eingesammelt übrigens, mit dem wir in jedem Raum eine andere Tränenfähigkeit haben. Oh. Und ich habe gerade Sau. Die Paranoia vor Explosion. Obwohl das hier ja nur ein Leben abzieht. Aber ich habe eben noch. Ih, was? Wow. Ich habe eben noch Wizard's Lizard aufgenommen und bin die ganze Zeit der Explosion gestorben und deswegen habe ich jetzt voll die Paranoia davor. Hä? Der gibt uns ein Herz dazu, der Nagel? Wir haben ein blaues Herz bekommen. Sind wir auch stärker geworden? 4 Schaden? Ja, wir sind doch stärker. Das gibt ein blaues Herz und gibt Schaden? Echt? Oh, dann hätte ich das ja eben die ganze Zeit schon einsetzen können. Hä, dann ist das ja richtig leise mit Adam. Weil wir halt. In jedem. Ah, nee. Wie? Man sieht gar nicht, wie viele Aufladungen das braucht. 6 Stück. Aber wieso ist das hier so komisch angezeigt? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir dann nochmal in den Stachelraum rein. Und wir können auch in den Shop rein. Allerdings haben wir dann keinen Schlüssel mehr. Und den Schlüssel brauchen wir für den goldenen Raum in der nächsten Ebene. Und wir haben auch nur 11 Münzen. Das heißt, wenn da nichts Vergünstigtes ist, bringt uns das sowieso gar nichts. So, ein blaues Herz wäre ganz schön gewesen, aber wir kriegen nur Spinnies. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Dann schauen wir doch nochmal in den Shop rein. Oder? Ja, komm, wir schauen rein. Wird sich sogar lohnen. Ich hoffe, wir kriegen genug Geld daraus. Nee, eine Münze fehlt. Machen wir das so. Schade. Ich hätte die rote Kerze. Ne, die rote Kerze nicht, aber das andere Ding gern mitgenommen. Dieses Humble Bundle. Das wäre schon ganz schnieke gewesen, aber okay. So haben wir halt 2 blaue Herzen quasi gekauft. Ah, jetzt haben wir keine Bomben mehr. Meh. Stirb, Spinne. Keiner mag dich. Du bist verwirrt, hä? Weil dich keiner mag. Aber es ist so. Ich sage die Wahrheit. Da kommen wir nur ran, wenn wir so komisch schräg laufen. Ist mir aber gerade ein bisschen zu riskant, um ehrlich zu sein. Vor allem die Pillen können ja auch was Schlechtes sein. So. 2 Bombis. Okay, sehr schön. Wir haben keine Schlüssel. Da ist schon der Boss. Oh. Das sind coole Tränen. Au. Und wir haben eine süße Krone auf und dazu ein pinkes Geldschein-Dings. Ist schon cool. Warum ist das Feuer so verdammt riesig? Du machst mir Angst, Feuer. Sterbe. So. Können wir umsonst nachgucken, ob irgendwas in den Dingern ist? Zumindest eine Münze hat uns das gebracht. Das ist doch auch schon schön. Nein, nein, nein. Komm her, nicht in die andere Richtung. Danke. The Hermit wird uns in den Shop teleportieren, soweit ich weiß. Kommen wir da unten irgendwie ran?
Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, dafür brauchen wir mehr Bomben als drei. Es sei denn, wir kommen irgendwie schnell an. Ne, das bringt uns auch nichts. Hm. Gehen wir mal in den Shop. Was haben wir denn hier? Ach, da oben ist gar kein Shop. Okay, auch gut zu wissen. So, hier gibt es allerdings nicht wirklich cooles Zeug. Eventuell die Bombe, die können wir mitnehmen. Ja gut, wir brauchen einen Schlüssel, damit wir in die Bibliothek kommen können. Eventuell. Bibliothek wäre schon cool. Obwohl, wir brauchen eigentlich keine Bibliothek. Temperance können wir gerne mal aufstellen. So. Könnten wir uns sogar noch eine Pille kaufen. Aber eigentlich bräuchten wir einen Schlüssel. I can see forever ist auch sehr schön. Oh, sogar ohne Schaden zu bekommen. Aber wenn wir jetzt Schaden bekommen, dann sieht es schlecht aus um uns. Oh, ich sollte das lieber nicht machen. Nee, nee. Lieber dich. Okay, hier ist kein Raum. Das ist ein bisschen schade. Aber eventuell hier, ja. Dann kommen wir, glaube ich, sogar in den... Ja, perfekt. Kommen wir sogar in den Dingsraum hier rein, kriegen Book of Revelations. Ist an sich geil. Aber der Nagel bringt uns mehr. Der Nagel braucht nämlich auch 6 Aufladungen. Aber er macht uns auch noch stärker und gibt uns halt ein blaues Herz. Auch, genauso. Okay, will ich dir Geld geben, ist die Frage. Okay, komm, kriegst ein bisschen Geld. Ich bin mal so gnädig. Dann gib mir aber auch was zurück. Oh, ihr seid beide blöd, wisst ihr das? Wow. Okay, springt er sich wenigstens selber in die Luft. Muss nur wenigstens das nicht bezahlen mit einer Bombe. Okay, dann müssen wir noch den Supergeheimraum finden. Wir könnten die Pille da oben mitnehmen, habe ich aber eigentlich keine Lust zu. Wir können diese Pille mitnehmen, die eine Speederpille ist, sehr schön. Und das Herz nehmen wir einfach auch nochmal mit. Und dann sind wir glücklich. Da ist noch der Supergeheimraum, in dem wir immerhin ein Trinket finden. Ah, dieser Spider-Bite wäre eigentlich ganz cool gewesen, haben wir aber nicht genug Geld für. Also, ab zum Boss. Famine. Okay, wir kriegen also unseren ersten... Oh. Unseren ersten Cube of Meat. Oder Bowl of Bandages. Je nachdem. Je nachdem, wie cool er gerade drauf ist. Ich hätte lieber Bowl of Bandages, wenn ich ehrlich bin. Stimmt, was ist eigentlich euer Liebling? Bowl of Bandages oder Cube of Meat? Was hättet ihr lieber? Ich Bowl of Bandages, weil da die zweite Form halt cooler ist, weil die halt noch diese Charm-Tiers hat. Aber wir kriegen Cube of Meat. Okay, auch nicht schlimm. Und ein Damage-Up mit 4 Tränen. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehen wir wieder cool aus. Yo. Adam, der coole Typ. So, okay, wir haben genug Leben. Wir können hier mal reinschauen. Bomben haben wir auch. Darauf müssten wir eigentlich immer mal achten. Bevor wir in diese Stachelräume reingehen, dass wir darauf achten, dass wir auch wirklich noch genug blaue Herzen haben. Genug Bomben haben. Ja, blaue Herzen sowieso, aber Bomben ist recht. Weil da ja öfters mal diese 4 blauen Fackeln sind. Und sonst wäre das ja irgendwie doof, wenn wir da nicht rankommen. 3 Schaden, na gut. Wir haben eine Bombe, das können wir also machen. Kommen wir kostenlos an die Kiste zumindest ran. Okay. Sehr schön. Den noch und du auch noch. Komm her, du Bade. Okay, noch eine Münze. Ist schön. Was haben wir hier? Rote Kiste. Okay, wenn eine rote Kiste da ist, dann muss ich sie aufmachen. Muss ich einfach, das liegt in meiner Natur. Rote Kisten immer aufmachen. Kann ich nichts gegen tun. Hilfe. Los, Cube of Meat. Töte sie alle. Jetzt haben wir viel zu viele Leben schon wieder verloren. Okay, das gleichen wir aus durch Skill. Den wir eben nicht bewiesen hatten, aber den trotzdem. Und so.
Hilfe. So, Cube of Meat macht das alles. Und wir haben Schlüssel bekommen. Okay, das hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt. Jetzt können wir nämlich auf jeden Fall in den goldenen Raum reingehen. Sind wir eigentlich in der letzten Ebene in den goldenen Raum gegangen? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Was hätten wir denn da bekommen? Nee, ich glaube, wir waren da nicht drin. Oh, weil wir keinen Schlüssel hatten. Toll. So was Doofes aber auch. Okay, ich setze das mal ein. Ich hätte das lieber hier einsetzen sollen. Fällt mir gerade so auf. Dann wären wir wenigstens noch stärker gewesen. Aber egal. Haben wir ein blaues Herz mehr. Und Münzen. So. Übrigens wird höchstwahrscheinlich meine Oma gleich wieder reinkommen. Dann darf ich wieder schneiden. Weil wieder Wochenende ist. Und ich allein zu Hause bin. Und dann kommt sie immer rüber. Und möchte wissen, wie es mir geht. Obwohl ich ihr immer sage, sie soll nicht einfach rüberkommen, wenn sie oben nichts hört. Weil mein Zimmer ist oben und wenn ich gerade nicht aufnehme, dann habe ich immer ganz laut Musik an. Und deswegen weiß man, wenn laut Musik an ist, dann nehme ich gerade nichts auf oder schlafe. Genau, eins von beiden. Aber sie hält sich da nicht dran. Egal. The Emperor hat uns The Emperor zum Boss teleportiert oder war The Emperor, das uns aber stärker gemacht hat? Weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall gerade Proptosis-Effekt. Auch nicht schlecht. Okay, teleportiert uns zum Boss. Hallo, Schapp. Wir haben doppelte Dinger. Wir haben... Oh, hätten wir den Raum noch gemacht, dann hätten wir wenigstens unseren Nagel noch einsetzen können. Egal, wir machen ja genug Schaden. So. Und kriegen noch einen Tiersab. Das ist doch schön. Das ist schön, das ist schön, das ist super schön. Oh nein, wir sind endlich in der Pubertät. Oh Gott, wie sollen wir das nur überleben? Wir müssen aber noch den goldenen Raum finden. So viel steht fest und wir haben wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Leben. Müssten wir also ein bisschen aufpassen. Aber den goldenen Raum... Hätte ich schon gerne noch. Da ist er ja. Da habe ich ihn gefunden. Aua. Oh oh. Ich weiß nicht, wie viele Leben ich habe. Ich mache mal den blauen Stein kaputt. Sicher ist sicher. Hä? Wieso muss ich jetzt an diese eine Togo-Sendung denken? Wo man durch diesen einen... Wo man durch Toys R Us durchgelaufen ist und dann alles mitnehmen konnte. Wie hieß die Sendung nochmal? Die habe ich wohl richtig gern geguckt. Und wieso muss ich gerade an die denken? Hä? Wie hieß denn die nochmal? Diese eine Spielesendung, kennt ihr die? Die mal auf Super RTL lief? Die war sau cool. Da mussten immer so zwei Teams gegeneinander kämpfen. Und das Gewinnerteam durfte dann am Ende durch Toys R Us laufen und alles mitnehmen, was sie wollten. Und dann so Spielzeug und dann das alles behalten. Das war toll. Das war richtig toll. Da wollte ich mich auch immer früher mal anmelden. Aber irgendwie wollte da niemand mitmachen. Und dann, ja, wurde das nie was. So war schade es aber auch. Da, 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 da. Hä, jetzt will ich aber wissen, wie die Sendung heißt. Oh, okay, wir haben mehr Leben, als ich eben dachte. Das ist ja auch schön. Bäh, bäh. Ja, lauf weg von uns. Du bist der, der Angst vor uns haben muss und nicht andersrum. So, 17 Münzen. Wir können in den Shop reingucken. Allerdings haben wir hier den goldenen Raum. Und deswegen... Oh, Viererschuss. Gib mir den Quadshot. Wird der Quadshot überschrieben? Nee, oder? Von dem 3-Dollar-Bill? Nein. Okay, also unser Ich kann nicht reden. Unser Quadshot kriegt jetzt einfach neue Effekte. Das ist auch schön. Oh, 4 von den Dingern. Wie geil ist das denn? Hat was? Das hat auf jeden Fall was. Ja. Und Quadshot bedeutet vierfacher Schaden. Und vierfacher Schaden bedeutet vierfacher Schaden. Und vierfacher Schaden bedeutet ganz viel Schaden. Schnelle Gegnertod bedeutet das. Jo, wieder ein blaues Herz bekommen. Ich dachte, der Nagel zieht dann eigentlich Leben ab, statt ein Leben wiederzugeben. So kann man sich irren. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Schlüssel.
Wir haben irgendwie die ganze Zeit ganz schöne Schlüsselarmut. So können wir nämlich nicht in den Shop reingucken, aber wir haben eigentlich genug Geld für den Shop. Und ich möchte alles mitnehmen, was geht. Achso, und wir dürfen keine Devil-Deals mitnehmen. Ah, wir haben schon Devil-Deal mitgenommen. Ja, gut gemacht, Dizzy. Willst zwar eigentlich wie Platinum-Gott werden, aber nimmst dann Devil-Deals mit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß, wie dieses Spiel läuft. Oh Mann. Ich hab einfach den ersten Devil-Deal mitgenommen. Aua. Aber eigentlich brauche ich ja immer noch den Gottheld. Oh, ich bin so dämlich, dass ich da nicht früher dran denke. Geil. Naja, gehen wir halt nochmal in die Pubertät. Jetzt haben wir hübsche Haare an unser Kopf kleben. Und ich bin immer noch ein bisschen krank. Merkt man vielleicht an meiner Stimme, die ist so ein bisschen verschnupft. Aber okay. Passt schon alles. So, hier in der Mitte. Ach, egal. Ach, egal. Lass mich Hilfe. Eine Bombe. Okay, wir haben zumindest zwei Schlüssel. Joker. Joker bewahren wir uns mal auf, bis wir in einer tollen Ebene sind. Wo es nämlich normalerweise keinen Teufelsraum gibt. Und wir kriegen zwei Schlüssel dazu. Okay. Na gut, na gut, na gut. Vielleicht 2, 4, 5. Wie viel Zeit haben wir noch für den Bosswash? 5 Minuten für zwei Ebenen. Könnte man schaffen. Auf jeden Fall. Na, versuchen wir mal. Wir versuchen einfach mal den Bosswash zu machen. Weil es da ja anscheinend auch gute Items gibt. Und Bombsaki. Okay. Bombsaki. Dann haben wir jetzt ganz viele Schlüssel. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn wir jetzt hier noch ein paar Bomben bekommen. Nigi. Okay. Das ist super. Geister sind eher nicht so super. Gehören auch auf jeden Fall zu den Top 10 der nervigsten Gegner in diesem Spiel, diese Geister. Auf jeden Fall meiner Top 10. Boah, wie viel hält er aus? Bye bye. Ein goldener Raum, kein goldener Raum. Au. Genau. Bis der Start vor Schrecken. Das würde ich dir auch raten. Hilfe. So, weg mit dir. Wir verlieren gerade viel zu viele Leben. Das ist unglaublich. Aber egal. Ist uns egal. Wir haben ja noch Leben. Und solange... Sojamilch? Okay. Sojamilch. Yay. Wir haben ja Viererschuss. Ich fühle mich jetzt wie in so einem alten... Wie in so einem alten Weltraumspiel. Diese von unten nach oben Spiele. Kennt ihr die? Wie nennt man denn sowas? Egal, da gab es auch sowas. Wir vernichten die jetzt alle. Ja, Sojamilch-Attacke. Vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles, was die Sojamilch besser machen lässt. Die Batterie bringt uns gar nichts. Das bringt uns alles recht wenig. Ich hole mir mein Leben dazu. So. Naja, wenigstens haben wir diesen Quad-Rush-Shot. Wir nehmen sie unser Beschuss. Sterb. Sterb. Oh Gott. Das kann ja ewig dauern. Hoffentlich finden wir noch Libra oder sowas. Irgendwas, was alles ausgleicht. Oder diese gelbe Spritze. Dann wären wir nämlich OP. OP! Aber sonst könnte das jetzt ein bisschen länger dauern hier mit dem ganzen Töten. Okay. Hallo. Aber wenigstens haben wir schöne Statuseffekte.
Hä? Verlieren wir nur noch halbe Leben? Ich verstehe das nicht. Da kommt gar nicht so ein Effekt. Sonst schreit doch Isaac immer so rum, wenn er getroffen wird. Da. Aber irgendwie passiert gar nichts. Oh, ich vermisse meine Schreie. Mehr Trinkets. Hallo. Oh, soll ich das kaufen? Ist auf jeden Fall ein kleiner Damage-Up. Ja, nehmen wir mit. Können wir durch die ganzen Gegner durch... Oh! Hä? Das macht ja echt viel Schaden. Also geht auf... Geht zumindest. Hilfe. Ist okay. Mit dem Schaden. Okay. Waren wir denn... Nein, wir waren noch nicht im Shop. Wir haben allerdings auch nicht so viel Geld. Ja, komm. Egal. Doch, wir waren im Shop. Da war der Shop. Wir waren im Shop. So. Wie viel Zeit haben wir für Mutti? Wahrscheinlich nicht mehr allzu... Nee, schaffen wir nicht. Egal. Wir haben Sojamilch. Und mit Sojamilch lebt es sich einfacher. Und bloß jetzt. Sehr gut. Okay, das kann nervig werden. Aber wir haben Sojamilch. Nichts wird nervig. Okay, den nehme ich gleich mit. Was ein assiger Raum. So. Nach diesem Raum können wir nämlich den Dings einsetzen. Hä? Unser Schaden ist aber gar nicht so schlecht. Gefällt mir eigentlich. So, hier können wir einfach mal das Ding einsetzen. Dann kriegen wir ein blaues Herz zumindest wieder. Und dann können wir hier nach erstmal die Schlüssel einsammeln. Chariot, okay. Gut, mit Chariot, das nutzen wir jetzt einfach mal gut aus. Holen wir uns jetzt einfach die Batterie hier hinten. So. Bevor ich wieder blöd Schaden bekomme, machen wir das so. Okay, dann haben wir wenigstens die Nagel wieder voll und können den eigentlich hier nochmal einsetzen. Ja, komm. Ist ja egal, wo wir es einsetzen. Es geht mir eigentlich bei dem Nagel nicht um den Schaden, sondern... Wir haben trotzdem nur einen Strich. Sondern um das blaue Herzchen. Und das möchte ich so schnell wie möglich natürlich wieder aufladen, damit wir schön viele blaue Herzchen bekommen. Blaues Herz? Nee. Wir haben auch nur blaue Herzchen. Das ist natürlich nicht so schön. Oha, noch schneller einfach. Jo! Wir sind ein Maschinengewehr. Alter. Es geht noch höher. Oh, stimmt, das ist gar nicht so hoch. Hä? Was ist denn mit Sojamilch kaputt? Oder sind die ganzen Statistiken in der Mod sowieso noch verändert worden, dass das alles noch viel höher geht? Jetzt ist es ganz oben. Oh, wir brauchen nochmal Sojamilch. Ich möchte nochmal Sojamilch. Zweimal Sojamilch. Das wäre ja richtig cool. Alter. Wie schnell man angreift. Oder Sad Onion. Wenn wir jetzt noch Sad Onion finden, na dann Happy Birthday. So schlecht ist unser Schaden aber wirklich nicht, dank diesem Quarter-Shot. Geht eigentlich voll. Wow. Safety Cap. Okay. Mehr Pillen für uns. Sind wir schnell genug? Ja. Gut. Okay. So, wir können ja eh durch alles durchschießen. Hilfe. Wo ist der Boss? Links. Irgendwo links wird er schon sein. Sieht schon witzig aus. Ich mag das. Haben wir ein halbes Leben verloren, aber kriegen nicht diesen... Isaac schreit gar nicht rum. Er hat damit gelernt, mit den Schmerzen zu leben, wie es scheint. So. Okay. Ich frage mich, wann wir mit dem Nagel mal zwei Schaden machen. Nochmal. Oh.
Okay, warte. Wenn wir noch eine 48-Stunden-Energiepille haben, dann müssen wir das ja eigentlich richtig gut einsetzen. So, hier zum Beispiel. So, und dann noch Versteinerungseffekt. Oh. Also eigentlich, Sojamilch ist hier zum ersten Mal mal nicht so schlecht. Wie sonst. Es ist auf jeden Fall kein Instant-Tod für uns. Finde ich gerade ganz nett. So, wollen wir lieber Geld mitnehmen? Nee, oder? Obwohl, rote Herzen brauchen wir nicht. Okay, nehmen wir Geld mit. So. Da kommen wir sogar ran. Hier kommen wir auch ran. Easy peasy. Was für ein komischer One das ist. Schneller werden ist auch immer gut. Wow, das hat sich bestimmt gelohnt, hier jetzt den Nagel einzusetzen. Egal. Was haben wir hier Schönes? BFF, nehmen wir mit. Das Ding nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Und das Ding. Hä? Das ist die Stores Energy? Batterie? Ach, fuck. Ich dachte, die andere wäre das. Ah, nein. Okay, diese dicke Volt-Batterie ist also das, dass das Trinket schneller auflädt oder, dass das Space-Item schneller auflädt oder wie? Ah, Moment, 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 Moment. Ja, die wollte ich einsetzen. Oh, wow. Können wir das jetzt richtig häufig einsetzen? Okay. Weiß ja auch immer. Okay, zweites Leben. Das sieht mir so aus, als wenn hier der Geheimraum wäre. Ja, da ist noch ein schwarzes Herz. Können auf jeden Fall wieder das Ding einsetzen. Ist voll irritierend, wenn er nichts sagt, wenn man Schaden bekommt. Dann denke ich immer, ich habe irgendwie ein Holy Mantle oder. Oh. Oder sowas. Damage. Oh, Damage ist schön. Ich mag Damage. Da mage. Und unser Cube of Meat ist richtig groß. Das ist auch schön. Konnten wir uns noch irgendwas kaufen im Shop? Irgendwas Schönes? Eine Bombe, ein Schlüssel. Speed up. Okay. Sehr schön. Dann. Hallo Mutti. Läuft bei uns. Ach doch, der Schaden lässt sich eigentlich sehen. Das geht voll. So, wo wollen wir hin? Wollen wir zu Isaac oder in den Dark Room? Weil ich die Musik so schön fand im Dark Room, gehen wir da einfach nochmal hin. Gute Idee, oder? Ich finde das auch. Ich finde, das ist eine super Idee. Oder wir beenden halt nach Mutters Herz. Aber wüsste gerade nicht warum. Haben eigentlich genug Leben und Sojamilch haben wir auch. Und mit Sojamilch kann man ja gar nicht mehr verlieren. So war das doch, oder? Das ist so geil. Ich möchte so schnell die ganze Zeit angreifen können. Alter. Das ist voll episch. Mann. Ich möchte diese Melone haben. Oder wodurch greift man so schnell an? Das war doch irgendeine Zitrone oder sowas, oder nicht? Geld, Leben. Nee, nee, nee. Wir können schon wieder alles kaputt trampeln. Unser Schaden ist echt voll gut. Dafür, dass wir Sojamilch haben und nur einen Strich haben, ist das echt unglaublich, wie viel Schaden wir machen. Und dazu noch die ganzen Statuseffekte. Hat auch was. So, Luck up, warum nicht? Ein paar blaue Herzchen, Puberty zum dritten Mal. Okay. Jetzt haben wir sogar einen Vorrat an Herzen hier. Ist schon krass. Feuerattacke, dann ist das hier wenigstens mal ein bisschen heller. Wie sieht der Beiste der Magie? Der Magie. So. Tachchen. Na, seid ihr wieder angekettet? Okay. Dann haben wir hier Loki. Loki aufgeteilt.
Ist uns aber relativ egal. Ich frage mich aber, warum der halt keine Geräusche macht, wenn er getroffen wird. Krebs. Boah. Ja. Hä? Krebs ist ein AP ab? Aber gibt es nur ein blaues Herz? Okay, auch interessant. Ein blaues Herz, noch mehr blaue Herzen. Na, da können wir auf jeden Fall den Auto-Turret mitnehmen. Okay. Und tschüss. Wir haben immer noch volle Leben. Das kann doch nicht sein. Wieso ist Adam so OP gerade? Der ist allgemein voll OP mit dem Nagel. Adam, du bist viel zu OP. Und jetzt bist du auch noch ein Krebsmensch geworden. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Adam, verwandle dich zurück. Wir sind eine Krebsprinzessin. Prinzessin deshalb, weil wir ein Herzchen auf der Stirn haben. Nein, nicht weggehen. Wollen wir jetzt schon zum Joker gehen? Ja. Nein, bringt gar nichts. Egal. Nehmen wir mit. Was bist du? Ghost Baby? Ja, okay. Proptosis. Oh Gott, hoffentlich kriegen wir nicht Proptosis beim Typen. Little Bimsen. Beim Satan. Hoffentlich kriegen wir das da nicht. Alter, so hätten wir ja gar keine Reichweite. Das wäre richtig grausam. Egal, wir gehen einfach mal jetzt runter zum Satan. Und ich hoffe, wir kriegen keinen Proptosis. Kein Proptosis, kein Proptosis. Greift der Autoturret die Unsichtbaren eigentlich auch an, wenn ich sie halt nicht sehe? Also sieht er die trotzdem? Auch nochmal schön zu wissen. Ein paar Pillen, okay. Das hätte ich gerne die ganze Zeit. Oh, das ist so geil. Alter. Kann man erzählen, wie viele Dinger wir pro Sekunde hier abschießen gerade? Bestimmt mehrere hundert. Alter, das hört ja gar nicht auf. Wow. I can see forever. Das war dumm, dass ich sie jetzt aufgesammelt habe, nachdem der Raum gerade abgeschlossen war. Dadurch hat jetzt unser Nagel eine Aufladung weniger. Ewe egal. So viele bunte Farben. Viele bunte Farbis. Farbiger Feuer. Auf jeden Fall ist unser Bumsen-Baby jetzt auch stärker, eigentlich. Da wurde wieder getroffen. Hallöchen. Wie oft wir auch diesen gelben Effekt bekommen, das ist voll toll. Oh ja, hier kannst du alle haben. Brauchen wir nicht. Bis auf vielleicht. Ja, 7 behalten wir. Na gut, dann nicht. Gehen wir rein. Hat sich nicht gelohnt. Verdammt. Eine Gabel. Hätten wir rote Herzen, dann wäre die Gabel sogar nicht schlecht. Vielleicht braucht er hier die Gabel. Geh mal in den nächsten Raum. In den linken Raum. Da ist eine Gabel für dich. Fettsack. So. Ich werde noch einen Raum kurz klären, damit der Nagel voll ist. Und wir hätten Proptosis bekommen, wenn wir weitergegangen wären. Gut, dass wir nicht weitergegangen sind. Gut, gut, gut. So. Nagel ready. Wir machen ein bisschen mehr Schaden. Speeddown ist eher uncool. Und nein! Das war so dumm. Da war Schaden vor so hin, aber wir haben noch ein zweites Leben, also alles egal, den Satan sollten wir auf jeden Fall besiegen.
Und wir haben sogar einen richtig schönen Effekt bekommen. Von dem 3-Dollar-Bill. Finde ich nett. Okay. Oh ja, endlich wieder bei der schönen Musik. Oh, danke. Die habe ich mir jetzt übrigens auch runtergeladen und habe die erstmal den ganzen Tag... Warte, warte, hier sind Gegner. Man kann... Habe ich gesehen, das ist ein Game-Breaking-Glitch. Wenn das dann immer noch so ist. Diese Räume, wenn da Gegner drin sind, wenn man dann zweimal raus und rein geht... Vielleicht wurde das auch gefixt, kann auch sein. Dann sollten da jetzt... Wurde gefixt, scheiße. Nein, sonst wären da jetzt die ganze Zeit neue Items gekommen. Aber wurde anscheinend gefixt. Okay, schade. Sonst hätten wir uns jetzt endlos viele Items holen können. Aber gut, dann holen wir uns jetzt unser AP ab. Und you feel healthy. Ah, ist das das, was uns um 2 Leben heilen würde? Ja, ne? Wenn wir jetzt Leben verlieren sollten, dann würden wir 2 rote Herzen... Okay, das war falsch angefangen. Wenn wir ein rotes Herz finden, dann heilt das für 2. Aber da wir sowieso nur ein rotes Herz haben, bringt uns das eigentlich nichts. Eben, na gut. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch was wird mit der mit den Dark Room. Aber wir können es aber ausprobieren. Könnte auf jeden Fall ein bisschen schwer werden. Vor allem, weil wir halt... Oh, ein Krähenfuß. Den nehme ich gerne mit. Vor allem, weil wir halt nur Sojamilch haben. Und nicht allzu viele Leben. Wow, was? Zum Fick. Hä? Was ist denn mit... Was ist denn mit denen los gewesen? Hä? Jo. Einfach Ultras... Jo. Ich glaube, die sind irgendwie kaputt. Ich glaube, die glitschen hier gerade so ein bisschen rum. Jo. Was ging denn mit denen ab? Das gehört doch nicht so, oder? Oder ist der Darkroom einfach so richtig assig, dass er die so richtig schnell macht? Das kann ich mir eigentlich weniger vorstellen. Auf jeden Fall eben lustig aus mit den Dingern. Jo. Komm schon, noch mehr Gegner. Dim, 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 dim. Ich würde auch so gerne Piano spielen können. Das wäre schon cool. Hatten wir sogar früher mal in der Schule. Mussten wir so ein bisschen zumindest lernen. Da habe ich ein Leben verloren. Könnte ein bisschen knapp werden, hier noch den Boss zu besiegen. So wie ich das gerade sehe. So, ein Loki lebt noch irgendwo. Da oben habe ich dich gefunden. Und was ist er? Gibst du uns ein blaues Herz? Nee, eine Bombe. Okay. Wow. Oh, was? Oh nein, die sind überall diese Schießdinger. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich richtig schlecht. So viele von diesen Augen in einem Raum. Nicht nett. Mann, was ist hier los? Geht weg von mir. Ich schaff das jetzt noch.
Ich habe zwar nur noch ein Leben, ich schaffe das trotzdem. Einfach, weil ich es schaffen will. Oh, Steam Sale. Der wird uns behilflich sein. Okay, doch nicht. So ein Raum kannst du vergessen. Den überleben wir nicht. Nee. Wir haben nur ein Leben, was? Ah, cool. Okay, dann haben wir auf jeden Fall verkackt. Vor allem, weil da drüben halt irgendwo noch so ein Schießding ist. Glaube ich. Oder nicht? Ist der tot? Jetzt müssen wir noch die ganzen... Wie sehen wir denn aus? Wie Jesus. Wow, ich stelle mich einfach rein. Nein! Nein, Jesus, du darfst nicht sterben. Ach so, Jesus, das ist ja cool. Ein zweites Leben. Ergibt sogar Sinn. Warte, ist Jesus nicht sogar der Charakter? Ja, Jesus ist sogar der... Na, wie heißt der sonst? Lazarus. Wegen zwei Leben und so. Wir könnten mal Lilith spielen. Lilith möchte ich gerne mal spielen. Ja, gut, egal. War sowieso am Anfang doof, weil wir einen Devil-Deal mitgenommen haben. Aber Sojamilch war eigentlich voll witzig in diesem One. Das erste Mal, dass ich mit Sojamilch irgendwas machen konnte. Ja, dann war es das aber für diese Folge. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.